Hallo Leute! Ja, wie schon angekündigt, sind wir hier bei M. Ja, Feuerwerk. Hier haben wir ein Feuerwerk. Auf Ronny seinen Server, Minecraft-Server. Und zwar Minecraftsuchtis.com. Und da haben wir auch schon das PvP-Haus. Nein. Nee? Was denn? Es, bitte? Was? Es regnet bei mir. Ja, es regnet bei mir auch, ja. Ja, Ronny, sag mal was über deinen Server. Du bist ja ein Root-Server, hast du mir schon gesagt. Richtig. Ja, und jetzt überlasse ich dir, jetzt überlasse ich dir mal alles hier. Du hast hier Ahnung. Ja. Genau. Gut. Hallöchen, Leute, erstmal. So, und der Server war eine Weile offline. Jetzt habe ich den wieder zu Leben erweckt und wir wollten mal so einen kleinen Rundflug machen, was hier so schön nicht gibt. Wie man sieht, von meiner Seite aus schon mal, ich weiß nicht, der Regen ist fürchterlich laut bei dir auch. Nee, ich bin extra ein bisschen höher gegangen. Achso, na gut, dann gehen wir mal rüber. Dann fangen wir an zu fliegen. Wir zeigen uns erstmal die Startfiguren, die wir hier haben. Hier sind so die Admins verzeichnet, die Moderatoren, die wir so haben. Und das ist das Minecraft-Suchtis Spawnhaus, wo diverse Arenen drin sind, wo ihr PvP machen könnt. Und ganz allein meine Arbeit, das ganze Haus. Also ich lasse auch niemanden dran arbeiten. Wir fliegen mal hier unten rein. Nicht so und schnell, das wird später hier so ein bisschen warten. Hier wird so der, Entschuldigung, wird so der Top-Bereich. Also sprich, hier könnt ihr euch später Shops mieten und die selber einrichten und selber Preise, euch selber Preise ausdenken, wenn ihr was verkaufen wollt. Ein Kaufhaus gibt's ja auch, da sind aber dann teure Preise vom Server gemacht. Also da ist zum Beispiel Diamanten sind dort sehr teuer. Also wenn ihr dort andere Preise macht, dann ist das natürlich eure Sache, ne? So. Hier überall sind ein paar Läden drin. Bist du noch dran, Rainer? Ja, bin hinter dir. Gut. Da sind hier Läden, das ist immer hier ein Laden, den könnt ihr euch dann selber einrichten. Ne? Aber es wird dann durch ein Plugin, könnt ihr euch das dann selbst einrichten. Ist noch nicht aktiv, bin ich noch am Basteln, dauert noch ein wenig. So. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich kann ein wenig schneller als du. Ja. Oh. E-Tech. So. Hier sind wir in einer. Bei mir leckt es ein bisschen. Hat bei mir auch gerade ein bisschen. Ja, wir müssen mal nach oben fliegen. Durch die Säule nach oben, dann sieht man das noch, also, dass ich noch sehr extrem am Bauen bin an dem Haus. Ne? Hier sieht man zum Beispiel auch gleich die eine Arena, die wir haben. Die eine. Das ist hier die Dust. Kennt vielleicht noch jemand aus Counter-Strike? Die haben wir dabei. Dann warte ich mal ein bisschen auf den Rainer. Genau, ich bin nicht so schnell. Ich muss das auch alles filmen hier, dafür, dass es vernünftig rüberkommt hier. Ja, ich mach das auch. So, und hier unten sind wir an der neuen Arena, die man aber nur durch einen speziellen Gang erreicht. Ja, Ronny, erzähl doch mal. Da muss man ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen Geschicklichkeit am Tag legen und ein bisschen Kniffigkeit. Dann kommt man auch zu der Arena hier rüber. Kommen dann hier auch, wie ich sage. Kommen denn auch andere Leute hier rauf, oder? Ja, 100 Leute haben natürlich Platz drauf, also braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass hier irgendwo einer eventuell Probleme hat beim Raufkommen. Lagfrei ist er eigentlich auch. Ja, also ich bin ja absoluter Minecraft-Anfänger. Ich habe hier erst seit 2-3 Tagen spiele ich ja erst. Und ja, ist nicht schlecht, sag ich mal. Vorher habe ich gesagt, nee, Minecraft ist nicht mein Ding. Und ja, das suchtet ihr dann doch Jahre ein bisschen. Jahre habe ich geredet, dass der mal hierher kommt. Nein, gefällt mir nicht. Ja, und einmal Blut geleckt und jetzt spielt er schon jeden Tag. Genau. Gibt's ja nicht. So, über zwei Seiten sind wir auch zu erreichen. Über mygcc.de und dann minecraft-suchtis.com. Wir haben auch diverse andere Welten. Man kann sie direkt durch den Spawn erreichen. Vorne gibt es einmal die New Age, dort wo halt alle bauen können. Da gibt es die Old World. Die wird aber mit der Zeit abgeschafft, weil die ist einfach zu groß. Die ist 7,8 GB groß. Da haben wir
fast 2 Jahre drauf gespielt auf der Map und da werden bloß die besten Häuser rauskopiert und mit auf die New Age rübergenommen und dass wir da halt ein bisschen Ordnung reinkriegen. Also man kann jetzt nicht ewig weit fliegen, weil die Welt halt ein bisschen begrenzt ist. So, bist du noch hinten dran? Ja, ich bin noch Gut. da. Also wir fliegen jetzt gerade mal hier über die Admin World. Also sprich, hier dürfen bloß Admins bauen. Enge Vertraute natürlich auch. Wenn man sich mal ein bisschen mit uns anfreundet, wird das natürlich klappen. So. Ja, wenn es sich nicht so langsam aufbauen würde bei dir, so wie es ein bisschen schneller bei dir. Ja. Ja, so, mein Triumphbogen. Also größtenteils war ich hier der größte Bauer oder Erbauer. Ja, meine Kirche. Dann haben wir natürlich auch einen Jail. Für die Leute, die ein bisschen Mist machen, griefen oder sonst was, die werden dann erstmal in den Jail eingesperrt. Hat dann jeder seine einzelne Zelle, wenn er möchte. Die Zeit, die angegeben wird, ist in Echtzeit abzusitzen, auf dem Server, nicht einfach da draußen. So, McDonald's haben wir auch. Also sprich, wenn da steht 24 Stunden, müsst ihr 24 Stunden Minecraft laufen lassen im Jail. Also sollte man lieber keinen Mist bauen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir den komischen hässlichen Schuh, einen Kuchen haben wir. Dann haben wir hier von, ja, hier auf jeden Fall gerade direkt am Kaufhaus. Für die Leute, die ein Handy haben, hier diesen Barcode, könnt ihr das auch nutzen. Hier oben. Der funktioniert sogar. Den könnt ihr abscannen mit eurem Handy, landet da auf unserer Homepage. So, dann haben wir hier einen. Ja, da ist ein Loch drin. Ja, mein Leben war von. Na. Wie heißt Weiß ich nicht. Ich, da das? Wie heißt kriegt das nochmal? Von Mario war das doch, das ja. Leben immer. Ja. Genau. So. Da sind wir gerade an meinem kleinen Projekt, was ich jetzt hier gestartet habe, weil ich nicht so weit weg von Rainer bauen wollte. Das kleine Häuschen hier ist noch nicht fertig, wie man sieht. Wie gesagt, gerade gestartet. Ja, So, und dann fliegen wir gleich mal. sieht natürlich Dann fliegen zehnmal wir besser natürlich. aus wie meine beiden Häuser, die da drüben jetzt gerade stehen. Ja, wie Unser gesagt. altes Familienhaus hat er auch gebaut, sehe ich gerade. Entschuldigung, Ja. wenn ich gerade nicht darüber geredet habe. Nee, ist schon okay, passt schon. Ja, das ist das große Haus hier drüben. Alte Familienhaus. Und hier habe ich mal einfach nur. Das war mein erster Tag, wo ich hier an dem Haus rumgefummelt habe. Oder das ist mein erstes Haus überhaupt. Ja, Ronny, wo bist du denn jetzt hingeflitzt schon wieder? Ich bin fliege gerade einmal ums Haus herum, Ach so, um es mal gut. zu zeigen. Bin hinten dran. Okay. So, die Küche braucht man natürlich nicht zeigen, ne? Warte mal, ich mach mal wieder Tag hier. Ja. Dann können die Leute natürlich auch wieder ein bisschen was sehen. Fliegen wir mal hier lang. Hier haben wir natürlich noch den SpongeBob, auch von mir gebaut. Dann auch mein erstes Großprojekt, was ich hatte, war die Sandsteinvilla. Fliegen wir einfach mal drüber. So. Hier hinten haben wir auch ein Kino mit drin, wo selbst natürlich läuft da kein Film drin, ist ja logisch, aber da haben wir. Komme ich drauf? Jetzt habe ich gerade so einen kleinen Stau. Wo du Licht an- und ausmachen kannst, wie halt in echten Kino. Aber die Leinwand fährt natürlich hier vor zurück. So, hier haben wir meinen kleinen. Ja. Wie nennen wir ihn? Uran-Utan-Klaus nennen wir ihn einfach mal. So. Genau. So. Meine Küche brauchen wir nicht zeigen, die seht ihr ja im anderen Video. Die Genau, ist auch schon verlinkt alles. Und ich stell fest, mein Rechner ist sowas von langsam, es geht gar nicht. Es baut sich sowas von langsam auf. So. ja, wie gesagt, Wir haben so viel. Ronny, sein YouTube-Kanal ist ja Minecraft sucht dies 666. Da könnt ihr euch die Küche schon mal angucken. Ja, und wie gesagt, hier auf diesem Server, wir machen dieses Video ja eigentlich auch nur, damit ihr erstmal seht, was auf diesem Server schon gebaut wurde, dass man auf diesen Server auch rauf kann. Und ja, wer möchte, kann sich gerne bei uns hier mal melden und auch, wenn er Lust hat, was bauen, war, denke ich mal, Ronny. Ja, na klar, auch ins TS kommen. Natürlich, Immer TS haben wieder wir auch ein gerne. eigenes, ja. Genau. Genau, hier haben wir auch meine Holzstadt. Ich weiß nicht, ach, bist noch dran. Gut, hier ist meine Holzstadt, die ist auch noch nicht fertig. Ich habe so viele offene Baustellen, ich weiß gar nicht warum, weil ich immer so viele Ideen habe. Ja, also wir können auch nicht alles vom Server zeigen. Wir werden in mehrere Videos, denke ich mal, immer wieder was zeigen. Aber wir haben demnächst mal ein Event. Also, das habe ich Rainer noch nicht mal, das habe ich mir so ein bisschen überlegt. Wir haben so ein kleines Event, wer den schönsten Turm bauen kann. Ja, wenn sich dann natürlich irgendwelche Leute einfinden, sich bei mir oder bei Rainer oder auch bei den Heroin King, der hier auch noch Admin ist,
meldet. Ja, dann werden wir da schon was, werden wir da schon was in die Wege leiten. Da gibt es auch extra, zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Das ist dann aber ein extra Bauplatz hier auf dieser Map, die wir hier haben. Weil so viele habe ich noch nicht zur Verfügung. Creative gibt es auch zu gewinnen für ein paar Wochen. Also so einfach Creative kriegt man bei mir nicht. Ansonsten ist es nicht ein Survival-Server. Und ja, das war's eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Sache und freuen uns auf regen Besuch von euch. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja bei mir oder bei Ronny auf die Seite gehen bei YouTube und liken und wenn ihr wollt, abonnieren. Natürlich Ka Abonnieren, Kommentare. abonnieren. Genau, abonnieren, abonnieren. Alles klar. Ich sag schon mal Computer haben danke. wir auch noch auf die Schnelle. Entschuldigung, Ja. Computer haben wir hier auch. Da kann auch weiter dran gebastelt werden. Wer so ein Redstone-Freak ist, gern gesehen, kann sich auch gern mit mir drüber unterhalten. Entschuldigung, auch bei der Verabschiedung. Ja, wie gesagt, von mir aus habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss, sagt euer Rainer. Jo, ciao.